Willkommen zurück. Neue Folge. Heute mal wieder Marius am Start. Hi. Wir machen mit der Tür weiter. Wie weit kommen wir heute? Ich wollte mal fertig werden, ne? Wir versuchen es. Wie lange wir heute dürfen hier? Problem ist, irgendwie wird das immer länger bei uns so, ne? Wo wir uns meistens immer verquatschen. Oder du zu spät kommst. Ne? Oder ich zu spät komme. Die Chance gibt es natürlich auch relativ häufig. Also zumindest zur Verabredung. Und deswegen geht es jetzt zur Sekunde auch weiter. Genau. Ihr habt gerade gesehen, wie Marius die Tür schon gestrahlt hat. Genau. Das war eigentlich nichts, was wir hier üblicherweise tun, weil wir, wie gesagt, eigentlich chemisch entlacken und KDR-Beschichten. Haben wir jetzt nur mal gemacht, um vielleicht mal Leuten, die nicht gleich wissen, was Sandstrahlen ist, mal so einen groben Einblick zu geben. Ne? Mhm. Ist jetzt auch kein perfektes Ergebnis, war jetzt nur mal so ein Schnelldurchlauf. Kurz für die Zuschauer, Sandstrahlen, was genau wird da gemacht und wofür? Es ist ein Strahlsand im Prinzip, der, ja, ich glaube, mittels Venturi-Effekt, ne, mit Pressluft ausgetrieben wird. Mhm. Und ist im Prinzip Porentiefreinigung des Blechs. Ne? Das heißt, wir machen den Rost damit weg. Genau. Und wenn du Pech hast, bleibt kein Blech mehr über. Das ist das Problem. Mit mehr Druck ich strahle, umso mehr zerstöre ich. Genau. Mhm. Also klar, wenn natürlich irgendwo Durchrostungen sind, lege ich sie damit dann frei. Genau. Mhm. Wie das jetzt hier unten der Fall ist. Okay. Das heißt, jetzt, nachdem wir gestrahlt haben, als nächstes wieder Bestandsaufnahme. Genau. Was muss gemacht werden? Sehen, dass es leider nicht ganz so gut aussieht. Okay. Wir können das ja mal so umdrehen. Das ist der Bereich, wo wir letztes Mal schon drüber sprachen, der genau. Nicht ganz so schön ist, ne? Genau. Dieser hier ist natürlich noch gesund. Den würde ich jetzt in dem Fall auch drin lassen. Das heißt, wir würden das im Prinzip von der Hardload-Naht bis hier ersetzen. Also erstmal jetzt das Innenblech. Ne? Mhm. Unser Außenblech wird dann später hier aufgepunktet. Mhm. Das reicht, ist es hier auch noch gesund genug dafür. Aber den Bereich werden wir jetzt erstmal ersetzen müssen, sonst hat alles im Prinzip nicht viel gebracht, was wir getan haben. Und das heißt, bevor wir mit unserem wunderschön angefertigten Blech weitermachen können, müssen wir doch erstmal ans Innenblech. Genau. Ja, machen wir das. Alles klar. Kaputte Blech jetzt bzw. ich rausgeschnitten, neues angefertigt, also ist in dem Sinne nur ein Blechstreifen und hier in den beiden Stellen ein bisschen ausgespart. Ja, und werden den jetzt hier so auf der Kante einschweißen, glatt schleifen und dann können wir unser ersehntes Blech dann einsetzen. Wird das nur von einer Seite angeschweißt oder von beiden? Ich schweiße das jetzt nur von einer Seite ein, lasse ein bisschen Spalt, dann brennt die Schweißnaht auf jeden Fall ausreichend weit durch. Und wird dann von innen nur einmal ein bisschen mit übergeschliffen und fertig. Ja, wenn du das nächste Mal für mich was schweißen musst, sage ich auch, ich habe mit Absicht Spalt gelassen. Ach so. Ja, bei Mack geht das noch, bei Vic würde ich dann in dem Fall einfach nach Hause fahren. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link no time to waste. For the record, for the record, yeah. For the record. For the record, for the record, for the record, for the record, for the record. Warum schweißt du jetzt Punkt für Punkt und nicht einfach durch? Also zum einen, um immer noch mit dem Finger ein bisschen in Flucht zu drücken, quasi da, wo es hin soll, analog zu dem alten Blech. Und zum anderen ist dieses Blech einfach zu dünn, um das jetzt voll durchzuschweißen, dann wäre hier Wärmeverzug ohne Ende drin. Aber man wird schon vom Abstand immer kleiner. Genau. Ich habe es mir halt so angewöhnt, ich hefte es erst komplett und setze dann immer wieder nach. Mancher macht vielleicht hier ein Stück, da ein Stück, da ein Stück. Ich persönlich hätte es auch so gemacht, ich würde auch immer einen Punkt am nächsten immer kleiner werden. Also bringe ich halt gleichmäßig zumindest weniger Wärme rein als irgendwie jetzt punktuell viel Wärme, ne? Das ist eigentlich so das Ziel.
Willst du weitermachen? Nee. Ich hab schon Feierabend. Jo! So, was machen wir jetzt als nächstes? Ja, jetzt ist die Schweißarbeit erstmal beendet. Jetzt einmal schleifen. Hier noch ein bisschen die Länge korrigieren, noch ein bisschen zu lange lassen. Einmal glatt schleifen und dann können wir unser Reparaturblech nochmal einpassen. Was macht dir mehr Spaß, das Schleifen oder das Schweißen? Das Schweißen. Wobei eigentlich eher das Kanten und Anfertigen macht am wenigsten Dreck. Aber so Schweißnaht runterschleifen ist immer kacke, ne? Ja, gerade bei Mack bleibt schon noch immer relativ viel da. So, ne? Wobei, was ich persönlich immer cool finde, ist, in dem Moment, wo du es runterschleifst, siehst du ja schon so ein bisschen so dein Ergebnis. Ja, ne, das stimmt. Das finde ich ist dann schon immer so ein Erfolgsmoment, der dann wieder motiviert. Ne? Oder du schleifst durch und fängst noch von vorne an. Das ist der Worst Case, weil dann ist auch richtig scheiße zu schweißen. Ne? Ja. Wenn du da auf so ein Zehntel Millimeter Blech rumbrutzelst. Ne? Ja. Ja, dann viel Spaß beim Schleifen. Lass uns doch noch einmal kurz darauf eingehen, mit was du eigentlich hier gerade arbeitest. Das Ganze geht hier so schnell, schnell, schnell. Es gibt bestimmt den einen oder anderen Volllaien, der schon gerne wissen würde. Also, wie jetzt Wikipedia diese Maschine bezeichnet, nein, würde, das kann ist ich egal, auch nicht genau sagen. Man könnte ja auch eine Flex nehmen als Beispiel. Genau, das ist jetzt hier ein Winkeldruckluftschleifer. Einer fragt ja auch, warum wir Druckluft hier verwenden. Eigentlich ist ja Druckluft auch ein relativ teures Medium, aber es ist halt einfach ein leichtes, kleines Gerät, was leistungsstark ist. Das ist halt ein ganz klarer Vorteil von diesen Geräten. Nutze ich aber auch nur, weil ich gerne damit arbeite. Man könnte natürlich jetzt auch eine Flex nehmen mit einer Fächerscheibe, sage ich mal. Habe ich aber immer mindestens ein 100er Blatt irgendwie, glaube ich, und kommen überall schlecht hin und so weiter. Ne? Aber auf jeden Fall mit einem Fächerschleifer und nicht als Beispiel mit einem Fräser oder so arbeiten. Wenn man mal in so einen ganz kleinen Radius rein muss, nehme ich auch mal einen Fräser. Ja. Aber flächig immer schon, also eigentlich ist das für eine Fläche der schon relativ klein, ne, muss man schon immer weitläufig, sag ich mal, ziehen.
ist einfach von mir ein beliebtes Gerät. Aber der mit einer 60er Körnung schafft es auf jeden Fall noch genug runterzuschrubben, ja, dass der, du da nicht ewig am Schleifen bist. Der kann ganz gut was. Also man darf noch nicht die ganze Zeit drauf drücken, dann leidet das Blatt relativ schnell, aber sonst schafft man da schon richtig. Ich fand auch gerade beim Zugucken, das ging relativ schnell, wie die Naht da runter gefächert hast. Ne? Die sind, man sieht das, das verschleißt dann natürlich schon, tut es auf der Flex aber genauso. Ja, klar. Also, und da genauso, klar, könnte ich auch eine Flex mit einem... Da waren wir, glaube ich, letztes Mal schon einmal drauf eingegangen. Genau. Ne? Aber dann zum Abschluss einfach nochmal Exzenterdruckluftschleifer. Ja, das habe ich nur gemacht, weil du immer so ein pingeliger Megapod bist. das war jetzt einfach nur nochmal zum Schlichten meiner Oberfläche. Weil doch immer mal Schleifriefen wieder kommen und die kann ich dann, das ist jetzt in dem Fall, glaube ich, 80er, mit dem Exzenter ganz gut, ist auch Druckluft betrieben, nochmal so ein bisschen überschlichten. Wie es ein Lackierer dann ja auch macht. Also so Schleifen sind ja immer stärkere Riefen als wenn er. Cool. Ja. Ich denke mal, schadet auf jeden Fall nie, bei sowas so ein bisschen darauf einzugehen. Ne? Weil ich kenne es persönlich ganz oft schon Videos gesehen, wo man sich dann doch fragt, was ist das gerade? Gerade viele immer Björn mit seinem Spezialöl, was er irgendwo drauf macht und sowas. Ne? Mhm. Lieber einmal nachfragen. So, und jetzt? Ja, jetzt korrigiere ich noch einmal die Höhe der Kante. Die habe ich, glaube ich, einen halben Millimeter oder so 0,7 länger gelassen. Die schleife jetzt einmal plan zu der originalen und dann können wir ja schon mit dem Blech aus Teil 2 weitermachen zum Blech aus Teil 3. Ne? Okay. So, die Kante ist jetzt gekürzt. Müssen wir das jetzt nochmal strahlen oder ist das noch so blank, dass es egal ist? Nee, das ist noch. Das reicht. Ja. Okay. Das heißt, jetzt? Jetzt würde ich in die Tür außen ein paar Löcher bohren zum Heften. Also wo ich dann später so eine Lokschweißung mache, würde ich hier in die Unterkante ein paar Löcher bohren, weil ich komme hier mit unserer Punktschweißanlage nicht hin, dass wie original es wäre, hier unten Widerstandspunktschweißen. Das heißt, auch die werde ich dann vollschweißen und ja, dann können wir eigentlich das einsetzen. Alle Löcher, die ich jetzt wie gesagt gebohrt habe, zuschweißen und dann die Naht zur Tür außen schweißen. Das heißt, theoretisch kannst du die Löcher hier bohren und ich bohre die Löcher hier ran. Wenn du da den Rand zu hast, können wir das gerne machen. Aber wir haben nur so Bohrmaschinen, wo du drehen musst. Ja, das macht René dann. Achso. Der Vorteil ist, man kriegt das Werkzeug hier gebracht. Das heißt, man könnte jetzt den Sahara-Trick machen. Will ich auch noch anzeichnen, mein Lieber? Ja, ist besser. Okay. Alter, sogar angerissen hier. Ja, kannst du mal sehen, nur für dich. So, wie viel brauchen wir denn? Wenn du jetzt mehr als 5 Löcher machst, dann brauchst du doch nicht. Ich dachte so jeden Zentimeter ein. Wir gucken mal, wo wir landen. Alter, jetzt willst du mich aber ärgern. Wie viele Punktschweißungen würden da ab Werk sein? Ja, da sind schon relativ viele. Ich habe es jetzt nicht gezählt. Aber es kommt da schon hin, ne? Ja. Jetzt hast du mir ein Konzept gebracht. Viel interessanter ist, wo wir jetzt gleich hinten landen. Ja, wobei geht's sogar. So. Muss ja auch mal Glück haben. Das krieg ich gesehen, ne? Echt? Ja. Ich habe zum Glück ganz gute Augen. Aber ich weiß nicht, ob es René sieht. So. Was für ein Durchmesser bohrt ihr nicht? Oh, ich würde hier so 6er nehmen. Ich habe durch Zufall hier schon mal ein Parat liegen. Jetzt müsstest du nur die Bohrergeschwindigkeit ausrechnen, den dann richtig einstellen und dann kannst du anfangen. Hast du ein Tabellenbuch hier? Hast du einen kleinen Klotz so zum Hinstellen? Du stellst Fragen. Wir sind noch kein Tischlerbetrieb. Ich hätte sie gerne auf der anderen Seite angezeichnet, dann könnte ich jetzt hier euren coolen Tisch nutzen. Ja, ist ja richtig. Da habe ich so ein seltenes Treibholz für dich. Zack. Guck. Ich glaube, das gibt keinen Ärger morgen, wenn da gleich ganz viele Löcher drin sind.
Das ist ja ein richtig hartes Holz. Ja, das ist gute Kirsche für dich. Ja. Macht der Wehmeier extra einen Punkt für mich und trifft noch nicht mal die Mitte. Das war bestimmt ein Test, damit ich mich daneben bohre. Hier, Wehmeier, mein wunderschön gebohrtes Blech. Ja, wie fühlst du dich? Gut. Werde ich gleich viel besser schlafen heute Abend. Wie schief die Löcher geworden sind, zeigen wir jetzt lieber nicht. Nein. Denk dran, ich mach die Abnahme hier am Ende, ne? Du schließt die Tür dann. Was im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ich meine, ich habe ja vorhin den größten Teil geschweißt, jetzt kannst du ja das eigentlich. Die Löcher da? Nein. Ja, ich würde jetzt das Blech ein bisschen einpassen, einrichten und einpunkten. Mhm. Schweißt du dann jetzt direkt hier und hier oder unten erstmal offen lassen und ganz am Ende dann die Tür anheften? Ja, ich lasse die Löcher erstmal alle auf. Erstmal nur hier so kleine Pünktchen hin. Das Blech erstmal überall mit Klemmzange fixieren. Wichtig ist, dass auf jeden Fall die beiden Bleche hundertprozentig aufeinander liegen. Mhm. Und dann fangen wir mit diesen Löchern hier an. Wir müssen mal ein bisschen mit Pressluft kühlen, weil die hier relativ schnell nicht mehr unser Freund ist, die Tür außen haut, aus Erfahrung. Ja, und dann machen wir immer Stück für Stück rundherum auf jeden Fall. Mhm. Müssen wir da jetzt irgendwas primern oder ähnliches? Wenn wir jetzt nicht das tun würden, was wir hier normalerweise tun, ja. Also wenn du es jetzt zu Hause reparieren würdest, wäre es jetzt schon schöner, da einen Schweißprimer zwischen zu machen. Da das aber eh noch chemisch entlackt wird und KTM beschichtet wird, machen wir es in dem Fall nicht, weil der Primer würde dann eh weggehen. Okay, verstehe. Das heißt, das zieht richtig rein? Das ist so aggressiv, also auch was jetzt noch an Lackresten, Spachtelresten eventuell überall ist, ist alles hinterher weg. Okay. Ja. Ja, Attacke. Jetzt bin ich noch nicht drunter, wo du dich drückst, das andere trotzdem mit hoch. Dann drücke ich es ein bisschen so. Ich habe jetzt von unten ein bisschen gehebelt und habe das Blech so ein bisschen auf Flucht gebracht. Und Marius hat jetzt alle 10 Centi schon mal einen Punkt gesetzt, damit die Bleche, wenn du jetzt das Loch zumachst, auf jeden Fall schon mal perfekt auf der richtigen Höhe sind. Ne? Ja, das war jetzt so das Ziel eigentlich. Hier was heißt, hast du erstmal nur geklemmt. Jetzt die Löcher zumachen. Ja, ich würde mir jetzt hier jetzt noch ein bisschen mehr setzen. Und weil ich für die Löcher relativ viel Wärme reinbringe, dass es mir nicht an der Stelle dann absackt. Ne? Okay. Also ich punkte jetzt hier tatsächlich erstmal weiter. Bisschen Wärme mal im Auge behalten und dann machen wir die Löcher zu. Okay, ja, jetzt wo wir es hier ausreichend aneinander geheftet haben, also wir haben auf jeden Fall unsere gebohrten Löcher verschlossen. Ich habe das hier, sage ich mal, so grob jeden Zentimeter erstmal angeheftet. Werde ich jetzt hier unten von den Kesslöchern jedes dritte, jedes vierte Mal so verschließen. Dann können wir so ein paar Zangen schon abmachen und dann müssen wir auf jeden Fall Stück für Stück hier schweißen und kühlen. Mhm. Das heißt, du willst es am Ende schon durchgepunktet haben. Genau. Ja. Man könnte es jetzt auch mit Sicherheit so lassen und dass sie dann einfach glatt sind. Aber wenn mal jeder dritte Punkt vielleicht nicht hält oder durchgeschliffen war oder dünn geschliffen war, ich halte mehr davon, das Ganze zu verschweißen. Ja. Ich weiß nicht, hast du es bei deinem Audi damals gemacht? Auch durch. Okay. Dann liege ich nicht ganz so falsch. Ich bin mit 300 Ampere hab angesetzt. Ich dachte 300 km/h. 300 Ampere angesetzt, habe einmal durchgezogen. Komplett, ich dachte, das ist Elektrode vielleicht. Nein, ich habe es ohne Löcher gemacht.
Lag aber auch daran, dass meine Absatzkante kürzer war. Die war vielleicht allerhöchstens 5 mm, also da hättest du definitiv keine Löcher von dem Schienen bekommen. Ne? Und hab's dann auch so stückchenweise durchgezogen. Okay. Weiter geht's. So, jetzt hast du das durchgeschweißt. Genau. Währenddessen immer ein bisschen Zeit gelassen, immer mit Druckluft ein bisschen abgekühlt. Ist jetzt Bella Form oder? Nee, sieht ganz gut aus noch. Noch ganz gut, okay. jetzt runterschweißen, schleifen. Genau, jetzt runterschleifen. Auch ein bisschen immer auf Temperatur achten. Aber selbst beim Schleifen ist schon so. Ja, man bringt relativ viel mehr Temperatur rein, ja. Mhm. Die Tür ist jetzt zwar deutlich stabiler, weil sie da verbunden ist, aber es wäre unnötig viel Nacharbeit, wenn wir sie jetzt groß verziehen. Ne? Wenn man doch sowas falsch macht und die ganze Tür krumm ist, ist das dann Müll? Nee, man kann es schon hier und da nochmal punktuell heiß machen, schnell abschrecken mit Wasser und so weiter. Es gibt da so ein paar Tricks, so einen Frosch mal wieder rauszumachen. Oder meinst du jetzt maßlich? Nee, froschmäßig. Ja, also es gibt schon so ein paar Tricks. Ist aber einfach unnötige Arbeit. Am Ende dauert es länger, diesen Frosch wegzukriegen. Mhm. Oder man muss dann Trick machen, Dämmmatte reinkleben, geht auch. aber ja, ist am Ende nicht im Sinne des Erfinders. Ne? Mhm. Okay, ja, dann viel Spaß beim Runterschleifen. Dann sieht man nämlich auch endlich mein Ergebnis. Das war es auch schon wieder von der heutigen Folge hier bei Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer. Die Tür ist komplett geschweißt, geschliffen und vorbereitet. Vorbereitet heißt, womit geht es beim nächsten Mal weiter? Ja, auf jeden Fall verzinnen dann. Ne? Wir löten die beiden Ecken noch hart und verzinnen. Da freue ich mich persönlich am meisten drauf. Verzinnen, geile Sache. Wir zeigen euch so ein paar Zinntechniken und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.